Der Notruf einer besorgten Mutter erreicht Jule Polanski und Cornelia Bauer. Die beunruhigte Melderin ist sicher, dass bei ihrer Tochter eingebrochen wurde. Der Täter soll sich sogar noch in der Wohnung befinden. Ist er konkret mit? Ja. Hallo, Polizei? Hallo? Ich bleib hier. Alles gut? Also hier ist alles gut? Ja, dann rück ich ein Stück vor, wenn du kommst. Hier im Schrank ist keiner. Schau im Schrank. Hier ist auch keiner. Warte, ich guck hier hinter. Hallo? Nee. Ja, einen Moment bitte noch. Raum ist frei. Meine Tochter ist gerade aufgekommen. Ja. Dann kommen Sie mal rein. Hier ist niemand. Also hier ist auch niemand. Alles gut? Alles gut. Hallo. Guten Tag. Ja, ich bin die Besitzerin von der Wohnung hier. Ja, kommen Sie mal hier ins Wohnzimmer. Ich glaube, hier haben wir genug Platz. Was ist los? Ja, das wissen wir auch noch nicht so genau. Das muss sein. Ja. Kommen Sie am besten mal ins Wohnzimmer. Kommen Sie am besten mal ins Wohnzimmer. Ich hasse es nicht. Oh nein. Meine ganzen Sachen sind alle hier. Was ist ja passiert? Ja, kommen Sie erst mal rein. Wir sind gerade. Wie ist denn Ihr Name? Heiße Anja Wolters. Sie sind sozusagen die Besitzerin der Wohnung hier. Ja, ich bin die Besitzerin hier. Sie waren im Urlaub, kann ich fragen, wie lange? Ich war gerade eine Woche im Urlaub. Okay. Wusste jemand was davon, dass Sie nicht da sind? Ja. Meine Freunde wussten das. Meine Mutter wusste das. Bei Facebook gepostet? Nein. Auch da beim Flug habe ich doch, glaube ich, gepostet, ja. Okay. Hat jemand noch einen zweiten Schlüssel oder? Ich hab meine Mutter. Die sollte hier einfach die Post reinholen. Haben Sie wohnen alleine? Haben Sie Lebensgefährten? Also genau, da wohnt noch sonst noch jemand hier? Kein Freund. Gar niemand. Sie haben noch einen Schlüssel, Sie haben einen Schlüssel, sonst niemand. Ich guck mir mal ganz kurz die Tür an, ob ich dort ein. Ich weiß gar nicht, ob irgendwas fehlt. Ja? Ja, dann gucken Sie mal. Ja, jetzt vor allem ist ja so ein Chaos. Also, können Sie sich zweite ein. Warum zweite, genau? Können Sie sich das vorstellen? Mein ganzer Schmuck. Hören Sie mir zu? Ja. Können Sie sich vorstellen, wer es gewesen ist? Oder haben Sie irgendeine Vermutung, weil Sie gesagt haben, zweite Mal eingebrochen? Ich weiß es nicht. Beim ersten Mal wusste auch keiner, wer das war. Es sah auch genauso ähnlich aus, aber nur, dass meine Sachen weg waren. Aber die sind jetzt hier. Ja, das kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Ich muss ja eben auf die Kollegin noch warten. Haben Sie einen Ausweis für mich da? Ja, natürlich. Also, Sie haben, haben Sie mit irgendwem Stress? Nein, habe ich auch nicht. Also, Sie sagen, es wurde schon mal eingebrochen, weil ich kann nur alte Einbruchspuren haben Sie überklebt, ne? Also nur das alte, neue, frische Spuren. Ja, sie sagt, sie kann sich das auch nichts vorstellen. Ist aber der zweite Einbruch. Beim ersten Mal sei alles weggekommen. Was heißt denn alles? Ja. Also Schmuck und. Ja, meine ganzen Elektrogeräte. Wann war der andere Einbruch? Bitte? Wann war der andere Einbruch? Ein Jahr, ja. Okay. Ungefähr ein Jahr. Auch hier in der Wohnung? Bitte? Auch hier in der Wohnung? Ja, auch hier in der Wohnung. Du hast gerade frisch eingezogen. Okay. Ja. Während die Beamtinnen noch darüber rätseln, warum der Einbrecher dieses Mal nichts gestohlen hat, hören sie plötzlich merkwürdige Geräusche aus dem Badezimmer. Da liegt jemand. Da liegt jemand in der Badewanne. Hallo! Hallo, die Polizei ist hier. Hallo, wer sind Sie denn? Schönen guten Tag, Polanski, die Polizei. Hallo. Wer sind Ihnen? Sie denn? Was sind mit Lutten? Hauptsächlich bin ich erstmal müde. Ja? Ich kann mir vorstellen, nach zwei Flaschen Wodka. Oder was ist das? Aber Behrens und Wodka? Was machen Sie hier? Schlafen. In der fremden Wohnung? Oder ist das Ihre Wohnung? Kennen Sie einen jungen Mann mit langen Haaren und großen Tunnels im Ohr? Nein. Kommen Sie mal. Entschuldigung? Gucken. Was machen Sie hier in meiner Wohnung? Kennen Sie ihn? Ich kenne ihn nicht. Okay. Nein, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Gehen Sie bitte einmal ins Wohnzimmer. Wir kommen gleich nach. So, jetzt können Sie rauskommen. So, aber ganz langsam. Schnell kriege ich auch nicht hin. Haben Sie das Zeug hier gesoffen oder getrunken? Ja, was Sie da? Bisschen gestern. Alles gut? Soweit. Gestern, hier in der Wohnung? Ja. Und wie sind Sie hier reingekommen? Am Balkon. Balkon? Kommen Sie mal rein. Ja. Kommen Sie mal mit. Wohnzimmer. Vielleicht ein Wasser kriegen oder so? Später. Erst was haben Sie denn hier mit der Wohnung zu tun? Hier, erstmal kurz hinsetzen, bitte. Ich wollte hier eigentlich nur schlafen. Sie wollten hier nur schlafen. Wer sind Sie denn überhaupt? Wie heißen Sie denn? Ich bin Asse. Asse? Ja.
Haben Sie auch einen Personalausweis für mich? Sie sind über den Balkon hier reingekommen. Ja. War das denn offen? War hier eine Tür offen, oder? Ja, da. Nee. Also ich habe gestern hier nochmal durchgelüftet und danach zugemacht, nachdem ich die Blumen auch gegossen habe. Da war mit Sicherheit nichts offen. Elias Lamprecht. Nee. Kennen Sie nicht? Nee. Noch nie gehört, noch nie gesehen. Ja, aber was haben Sie denn dabei gedacht, wenn Sie jetzt hier über den Balkon reinkommen? Da muss man einen Grund gehabt haben. Ich wollte schlafen. Sie wollten schlafen? 14:27. Meine Brücke war besetzt und dann habe ich was gesucht. Was haben Sie mit meinen Elektrogeräten gemacht? Was ist hier passiert mit dem Durchwühlen? Genau. Ja. Ist Ihnen das nicht irgendwie peinlich oder so? Sollte ich mich entschuldigen oder ein bisschen mal rausrücken, was los ist? Conny, was soll das? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer das ist, keine Ahnung. Ja, das sagt er eben. Was ist denn mit den Getränken? Haben Sie die mitgebracht oder sind die aus der Wohnung? Eine Person. Nee, hab ich in der Küche, das waren die Reste. Ja, die sind bei mir aus der Küche. Ja? Ja. Ja. Okay, dann haben die getrunken und dann sind sie eingeschlafen. Ja. So völlig tiefenentspannt, ja? Haben Sie sonst noch irgendwas dabei? Nee, ja. Machen Sie mal die Taschen leer. Legen Sie halt mal dahin. Ich bräuchte eine Person. Arnold, für die 4727. Also mir ist das echt alles zu viel. Können Sie bitte aus meiner Wohnung verschwinden? Ich komme ja, aus jetzt dem Urlaub. Jetzt bleiben Sie mal. Ein fremder Mann. Bleiben Sie mal ruhig. Sachen. Hallo. Ja? Nein, das ist zu viel. Der Schlüsselanhänger. Kennst du den Schlüsselanhänger? Das ist doch den habe ich dir doch geschenkt. Ja, währenddessen wir dann im Wohnzimmer waren und ich habe dem jungen Mann gesagt, er soll die Taschen ausleeren, kam mir die eigentliche Geschädigte recht merkwürdig vor. Hat sich ganz komisch verhalten und da schwante mir schon einiges, dass sie vielleicht mit der Sache was zu tun haben könnte. Und ich möchte echt, dass alle gehen. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Ich gehe mal gucken, ob wir passen. Ja, wir sind gerufen worden. Hier hören Sie mir zu? Ja. Wir sind gerufen worden, ne? Die Polizei. Ich bin ja von der Bundespost, also ich muss ja hier irgendwas aufnehmen. Ja? Hier ist ein fremder Mann, wie stellen Sie sich das vor? Soll ich ihn den hier sitzen lassen und einfach gehen, oder wie? Was arbeiten die? Das ist auf jeden Fall der Schlüssel von der Wohnung hier, der passt. Der macht die Tür auf. Ich finde, Sie benehmen sich ein bisschen komisch. Ja, also das... Sie kennen sich doch, oder? Sie sagen... Sie kennen sich, ne? Sie sagen, das ist... Wollen wir so ein Vollidiot, ne? Das ist Ruhe bewahren! Ich passe es nicht, es war ganz alles abgemacht. Mann, was soll das eigentlich? Das sollte Verschwörungsfall werden oder sowas, ne? Herr Lamprecht, können Sie... Kannst du nicht mal deine Getränke... Bleiben Sie ruhig! So. Das ist nicht echt. Wollen Sie mir vielleicht was dazu erzählen? Der kriegt nichts um die Reihe. Sie sind jetzt mal ruhig. Sie haben Sendepause. Ruhe jetzt. Ungern eigentlich. Ja, aber gut, wir sind jetzt hier. Sie lagen gerade noch schlafend in der Badewanne, ja, haben einen Schlüssel von der Wohnung. Schlafen. Genau. Ja, sagen Sie jetzt mal, was ist hier los? Gar nichts ist hier los. Da kann ich dir sagen, was man die gemacht hat. Die hat Versicherungsbetrug, oder? Ja. Sollte es werden, oder? Also wir sind ja nicht doof, wir sind... Hat das erste Mal geklappt, ne? Dann klappt das zweite Mal auch, oder? Was sagst du? Warum? Sie sollten... Ja, ich sollte in die Wohnung, sollte hier ein bisschen rumwühlen, einen Einbruch vortäuschen und hab gestern den Alkohol gesehen, dachte, hey, trinkst du noch einen, bevor du gehst und vielleicht war ein bisschen zu viel. Ich kenne den. Wir haben uns kennengelernt von einer Grillparty und beim ersten Mal wurde ich hier eingebrochen und ich habe mein ganzes Geld, ich habe einfach kein Geld, ich habe alles ausgegeben für den Urlaub jetzt und ich wollte meine Mutter nicht fragen, weil ich gerne selbstständig sein wollte. Und ich habe halt gefragt, ob er das für mich machen kann. Wir waren halt betrunken und ich dachte, das wäre eine coole Idee. Die angeblich gestohlenen Sachen wollte die Bewohnerin dann der Versicherung melden, um mit dem Geld ihre Schulden zu bezahlen. Die Mutter ist schockiert von der Aktion ihrer Tochter. Gut, dann sind wir auch weg. Ja. Ja? Vielen Dank, dass das schnell geht. Wie gesagt, dafür sind wir da. Ja, also zwar richtig. Eigentlich nicht für so einen Quark hier, aber für richtige Straftaten eigentlich.